Hallo liebe Race-Fans, ich bin Sebastian Asch, Farbe aus Motorsport. Wir sind hier in der schönen, wunderschönen Lausitz und für mich gab es schon ein ganz besonderes Treffen, aber schaut selbst. Er ist ja jetzt auch schon 70 und für ihn ist das natürlich Leidenschaft, ist ja klar. Und die hat er mir natürlich mitgegeben, ja, in die Wiege. Und das ist natürlich, das ist für ihn das Größte hier. Das sind ja auch für mich ganz besondere Autos. Ja, da war ich als, sage ich mal, kleiner Stöpsel mit bei der DTM dabei und habe da hochgeschaut. Mein Vater oder Klaus Ludwig oder Bernd Schneider, wo die da oben standen. Und das waren halt, ja, ich sag mal, die Autos, die einem so in Erinnerung geblieben sind. Ja, und ja, da geht halt so ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die haben die Bremse ausgebaut. Wie man da überhaupt noch Rennen fahren kann, da sind im Lenkrad so 10, 15 Knöpfe. Und zum Drehen noch und rechts in der Mittelkonsole hat es noch mal 15, 20. Also das ist Wahnsinn. Also, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das Lenkrad geht auch nicht ganz rum, das ist bloß halb. Also, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, mit so einem Auto richtig am Limit zu fahren. Bin mal gespannt. Wenn man zurückdenkt, wie wir damals gefahren sind, da war ja nichts. Da war keine Seitenprall und so weiter. Wahnsinn. Das Einzige, was gleich blieb, ist die Liftung vielleicht. Die Fahrerbelüftung, die ist gut. Eigentlich dürfen wir ja nicht fahren, wenn man in 7 Sekunden nicht rauskommt, oder? Da darf man gar nicht starten. Mit seinem alten DTM oder mit dem er 93 gegen die Alphas gefahren ist, hier nochmal zu fahren, das ist für ihn das Allergrößte. Mir hat es heute auch Spaß gemacht, ich bin das erste Mal wieder gefahren, seit 15, 20 Jahren hier im Lausitzring und mir hat es so Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf morgen wieder.